Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kartoffel mit Attitüde-Box von Face. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kartoffel mit Attitüde bzw. KMA. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, nach seinem Album Rot aus dem Jahr 2016 jetzt das lang erwartete Album Kartoffel mit Attitüde. Es ist das erste Box-Release von Face. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine relativ große Box, auch eine sehr hohe Box. Hier lesen wir in schwarzer Schrift Face KMA, also der Schriftzug sehr stark erinnernd an NWA. Und dann haben wir hier Kartoffel mit Attitüde. Ein Schwein, das hier an der Kette, an der Leine geführt wird. Hier rechts dann mit einer Photoshop-Sonnenbrille Face abgebildet. Vor einem, es dürfte ein VW sein, wenn ich es richtig sehe. Und dann haben wir rechts unten noch Freunde von Niemand. Auf der rechten Seite das Logo, also der Mittelfinger hier. Face-Logo. Auf der Rückseite haben wir dann den Boxinhalt. Hier oben links haben wir einen Barcode. Dann haben wir hier Face, der hier im Auto sitzt und ist die Frage, was das hier neben ihm sein soll. Also ich würde mal fast davon ausgehen oder sagen, wir haben hier eine Frau. Das dürfte doch hier so die Schulter, der Achselbereich sein. So die Frage, was hier mit den Kabelbindern passiert ist, ob die hier gefesselt ist. Keine Ahnung. Also sehr mysteriöses Foto. Und dann lesen wir hier noch die KMA-Box mit Attitüde inklusive Face-Wackelfigur, Kartoffelgrafik, Duftbaum, KMA das Album, EP mit Bosca, Face-Poster und Sticker. Gut, dann haben wir noch die Credits. Barcode wie gesagt oben. Hier lesen wir auch nochmal KMA Kartoffel mit Attitüde Face. Hier unten dasselbe. Und hier haben wir dann auch nochmal schön die Kartoffel mit Nagelkeule und Adiletten und einer KMA-Halskette. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze recht unüblich, denn es ist keine reguläre Klappbox oder dergleichen. Nein, das Ganze lässt sich hier so rausziehen. Also wir haben hier dann so zwei Hälften. Wir haben hier einmal den Duftbaum. Dann haben wir ein Poster. Dann einmal das Album an sich. Den Sticker. Die Bonus-EP und dann haben wir hier einen Karton noch, der wohl die Wackelfigur beinhalten wird. Von innen die Box glatt schwarz. Wir werden das Ganze mal wieder zusammenschieben. Also hier dieser rot-weiße Teil passt perfekt in den weißen Teil. Machen wir die Box zur Seite. Und nachdem hier wirklich nur das Album in Folie ist, okay, der Duftbaum auch noch, aber nachdem das Album hier in Folie ist, werden wir mal dieses ebenfalls aus der Folie befreien. So. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also auch hier wieder KMA zu lesen, Kartoffel mit Attitüde, Face. Dann haben wir hier das Cover, das wir auch schon vom Boxcover kennen. Also das Schweinchen hier auf dem Parkplatz mit Face in der Russenhocke. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case und hier haben wir auf der Seite das Cover fortführend und auch hier noch den Mittelfinger von Face. Hier lesen wir dann auch nochmal Interpret plus Albumtitel auf der Seite. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben drei Features, beziehungsweise zwei Features, die sich aber auf drei Tracks verteilt. Wir haben zwei Features von Vega und ein Feature von Bosca. Also die drei Features, beziehungsweise zwei Features, wirklich nur aus dem Freunde von Niemand Camp, Label intern. Barcode hier oben, Credits hier unten. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier einmal das Booklet. Was lesen wir hier? Unterwegs in meiner Schrottkarre und sie stehen unter Schockstarre. Okay, also hier diverse Zitate oder ein Zitat von Face hier abgedruckt.
Dann haben wir hier wieder das kleine Schweinchen. Hier nochmal die Tracklist im Detail, schwarz-weiß und rot. Sehr schön. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet mit den Infos darüber, wer hat gemixt, gemastert, Fotos, Artwork etc. Und natürlich auch die Produzenten, also wer hat die entsprechenden Beats beigesteuert. Hier wieder die Kartoffel mit Nagelkeule. Gut, also es dürfte tatsächlich eine Frau gewesen sein, die hier die Beifahrerin von Face ist. Und es sieht ja echt aus, als wäre das eine echte Brille. Ich dachte erst, dass es irgendwie so mit Photoshop ist, aber die dürfte ja echt aufgesetzt haben. Also nehme ich zurück, das hier ist kein Photoshop, sondern eine echte reale Brille. Heftig. Dann haben wir hier wieder das Face-Logo. Und dann haben wir hier nochmal Face, wie er in seinem schicken Wagen hängt. Und die Credits. Gut, machen wir das Booklet mal wieder rein. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus. Auch hier natürlich wieder die Kartoffel abgebildet. In diesem Fall nicht mit Nagelkeule, sondern mit Baseballschläger. Und was ich sehr spannend finde, das Ganze ist wirklich so aufgedruckt, dass man es spüren kann. Also wenn man hier drüber fährt, man spürt hier wirklich, dass dieser Kartoffelaufdruck so leicht erhaben ist, kann man auf jeden Fall anfassen. Sehr schön. Rückseite sieht so aus und hier haben wir auch nochmal Face, in diesem Fall mit Baseballschläger und der kleine Finger wurde auch schon hier getaped. Gut, dazu haben wir dann noch die Album-Bonus-EP und zwar nennt sich das Ganze Assi Deluxe-EP und die ist von diesen beiden Herren hier. Auf der linken Seite haben wir hier Face und auf der rechten Seite Boska. So sieht das aus. Ist vom Format her sehr spannend, denn es ist nicht wie so ein reguläres Cover, sondern es ist so im Quer- bzw. Hochformat dann in dem Fall. Also das Ganze geht dann hier auf. So sieht das aus. Wir haben hier die Tracklist, also 5 Tracks, allesamt Collabo-Tracks von Boska und Face. So sieht das aus. Und dann haben wir hier auch noch in Rot natürlich die Infos zu den Beat-Produzenten, Mixing und Mastering. Ja, von hinten sieht das so aus, die CD drin. Also sehr spezielle Variante. Gefällt mir auf jeden Fall besser als ein Digisleeve, als eine Papphülle. Dann mit dabei ein Sticker, dieser quadratisch in Gelb und Schwarz, also ein Logo-Sticker. Schaut ein bisschen so aus wie so ein Verkehrsschild, so eine Verkehrstafel. Vorrangtafel oder so. Schön gemacht. Ein Sticker. Dann haben wir ein Poster. Dieses ist einseitig bedruckt, also die Rückseite ist blank weiß. Und wir haben hier Face abgebildet, wieder mit dieser super Brille und mit diesem Adidas-Shirt, das er auch schon auf dem Cover anhatte. Das Foto, diese Abbildung kennen wir schon aus dem Artwork, aus dem Booklet. So sieht das aus. Rechts unten haben wir dann noch das Face-Logo. Und ich muss sagen, obwohl es relativ viele Knickfalten hat, weil es hier echt auf ein kleines Format zusammengefalten wurde, hat das Poster echt eine gute Optik und diese ganzen Knicklinien. Ich meine, man sieht sie natürlich so, aber sie haben jetzt den Druck nicht so beschädigt. Kann man trotzdem in meinen Augen gut aufhängen. Also einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir als zusätzlichen Inhalt noch diesen hier, diesen Duftbaum, diese Duftkartoffel. Was lesen wir hier? Okay, Anwendung, Folie öffnen und Autolufterfrischer entnehmen. Alles klar. Gut, also ziemlich selbsterklärend. Ihr kennt das sicher, so diese klassischen Duftbäume aus dem Auto. Gab es auch schon in diversen Boxen. Allerdings, jetzt bin ich gespannt. Boah, also der riecht echt unfassbar intensiv. Ich kann gar nicht genau sagen, wonach das riecht. Es riecht echt nach. Moment, vielleicht steht das da auf diesem Infozettel. Ich kenne diesen Geruch allerdings. Steht jetzt hier nicht. Okay, also gut, dass ich ihn mir gerade auf die Hände und mehr oder weniger auf die Nase gerieben habe. Hier steht nämlich: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Schutzhandschuhe tragen und bei Berührung mit der Haut mit viel Seife und Wasser waschen. Nicht, ob man das hier lesen kann, aber das steht hier tatsächlich drauf gedruckt. Ja, werde ich wohl anschließend an dieses Unboxing machen. Es riecht unfassbar intensiv, das Ding. Ich tue mir nur schwer, den Geruch zuzuordnen, aber
Mit dem Ding habt ihr sicher alle Fremdgerüche aus eurem Auto beseitigt. Wir haben hier so ein kleines Gummiband, um das Ganze entsprechend am Innenspiegel anzubringen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt, neben dem Album eigentlich das Highlight der Box, kommt hier in so einem separaten Kartonschächtelchen. Weg damit. Und dann haben wir hier noch so ein Styropor-Case. So sieht das aus. Und dann kommt hier zum Vorschein wenn jetzt hier noch ein paar Styroporkügelchen oder Stückchen dran kleben, haben wir dann hier die Face-Wackelkopf-Figur. So sieht das aus. Und zwar, jetzt haben wir auch wieder Styropor, genau im Gesicht. Und zwar haben wir hier Face mit Logo-Shirt, mit einer Adilette in der Hand, in Schwarz, Rot und Weiß, der gute Mann angezogen und steht jetzt auf so einer schwarzen Plattform. Schön, also das ist echt mal eine nette Sache. Habe ich so in einer Box noch nie gesehen. Gab es nur mal so Stressfiguren oder so Kunststofffiguren zum Quetschen. Allerdings wirklich so aus hartem Material. Und hier mit so einem Wackelkopf habe ich in einer Deutschrap-Box so noch nie gehabt. Gefällt mir gut, kann man auf jeden Fall irgendwie auf dem Schreibtisch oder am Fensterbrett hinstellen. Vielleicht auch ins CD-Regal und bei entsprechender Erschütterung wackelt der Kopf dann so wild hin und her. Ja, nette Sache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Wackelkopf-Figur, dann der Sticker quadratisch, das Poster einseitig bedruckt im Querformat, die Bonus-EP mit 5 Tracks, Asi Deluxe-EP mit Bosca, das Album an sich, Kartoffel mit Attitüde, mit insgesamt 12 Tracks, also wir kommen auf insgesamt 17 Tracks gesamt, Album und Bonus-EP und natürlich diesem wunderbaren Duftbäumchen, diesem Lufterfrischer. Was ich gerade eben noch gelesen habe, steht extra noch auf der Packung, habe ich vorhin irgendwie übersehen. Man soll den, wenn möglich, irgendwie nur teilweise aus der Folie rausholen und nicht komplett. Also das nur als kleiner Tipp an euch, wenn ihr das Ganze wirklich ins Auto hängen wollt, dass ihr den bitte teilweise nur aus der Packung rausholt und nicht komplett, weil ich verspreche es euch, der Geruch von dem Ding wird euch umhauen. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box Kartoffel mit Attitüde von Face. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Face unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.